Hoffmann? Ich bin's. Ich bin's? Dein Klient von letzte Woche? Der, mit dem du geschlafen hast. Oh. Ich habe Ihnen ja schon eine neue Kanzlei für Ihre Belange empfohlen. Sind wir jetzt also wieder beim Sie? Hm? Spannend. Vor 3 Tagen noch Popcorn. Na, kuscheln vorm Fernseher. Du erzählst mir von... Wie war das nochmal? Wuffi, dem zerzausten Kuscheltier aus deiner Kindheit. Und jetzt wirst du plötzlich nichts mehr von mir wissen, oder? Fein, von mir aus. Soll mir recht sein. In rechtlichen Dingen will ich aber trotzdem von keiner anderen Kanzlei vertreten werden. Ich will dich. Ich kann dich nicht mehr vertreten. Nee, wirklich, das wird nicht mehr funktionieren. Weil die Distanz jetzt zwischen uns zerbrochen ist, verstehst du? Und das würde dir nicht gut tun. Und mir würde das auch überhaupt nicht gut tun. Und das Allerwichtigste an der Sache wird sein, dass man es sehen. Vor Gericht, verstehst du? Man würde es sehen, weil du bist absolut nicht der Typ Mann, der seine Gefühle besonders gut verstecken kann. Und du hast deine Hände nicht im Griff. Also. Und das war schön. Also für den Moment war das schön, aber am Ende würde das Ganze wie ein gigantisches Kartenhaus ineinander zusammenfallen und dann... Und dann würdest du verlieren. Also wenn du das Beste für dich willst, dann musst du dir jemand anderen suchen. Okay. Also. Mach's gut, tschüss. Ich mag übrigens dein Lächeln, wenn man diese Stelle an deinem Hals küsst. Die du immer versuchst zu verstecken, weil sie so empfindlich ist. Scheiße. Und ich mag es, dass du immer auflegst, wenn du dich an was erinnerst, was dir in Wahrheit gefallen hat. Sind nicht alle. Scheiße. Du bist gerade im Homeoffice, oder? Passt du gerade auf das Kaninchen deiner Nachbarn auf? Wie war dein Name nochmal? Justus? Das stimmt's also. Ich wette, du trägst gerade diese flauschigen Kuschelsocken. Anstatt deiner schicken Perms. Hast du beim letzten Glas Wein erzählt, dass du das immer so machst, wenn du alleine bist? Tja, es hat Gott sei Dank geklingelt, der Postbote. Passen Sie auf, tun Sie mir einfach den Gefallen, rufen Sie mich nie wieder an. Also, darüber würde sich Ihre Frau mit Sicherheit freuen und mein Ehemann auch und, Ich meine natürlich Ihre Ex-Freundin, Ex-Frau, also ich meine in Zukunft. Also deswegen viel Erfolg bei den Verhandlungen, die Sie haben werden, aber... Achso, ja, noch eine Sache wollte ich Ihnen, das wollte ich Ihnen aber trotzdem noch sagen. Also das wollte ich Ihnen noch sagen, der Kaufvertrag, den Sie da haben mit Ihrer Ehefrau, der war nicht rechtsgültig. Und das sollten Sie unbedingt anfechten, weil sonst sind Sie definitiv bald pleite, Herr Pausch. Also passen Sie auf sich auf, rufen Sie mich nicht mehr an, machen Sie es gut, auf Wiederhören, tschüss. Das macht mich fertig. Das ist nicht hier scheiße ernst. Ich wohne hier. Ja, ich weiß. Und deine Sekretärin hat mir die Adresse verraten. Ich wollte dir auch noch schnell die Unterlagen vorbeibringen, die du so dringend haben wolltest für nächste Woche. Wir haben ja diesen Termin. Gemeinsam. Vor Gericht. Hey, hier sind sie. Ich mag deine Stärke.
dein Herz. Wie bist du nicht ganz dicht? Das gefällt mir. Weißt du, du solltest in keiner Ehe bleiben, in der du dich nicht wohlfühlst. Glaub mir, ich kenne das. Das ist so. Das ist die pure Verschwendung von Zeit. Von Leben und von Liebe. Übrigens, schicke Flauschis. So, und jetzt sagst du mir, dass du das mit uns beiden neulich absolut nicht gewollt hast. Und dass du dich auch überhaupt und ganz und gar nicht... Und dass du dich nicht freust, mich wiederzusehen. Das hat mir nicht gefallen. Und ich freue mich auch nicht, Sie wiederzusehen, Herr Pausch. Machen Sie es gut. Sie lügt. Ja, dann habe ich halt gelogen. Und wieso habe ich seine Unterlagen? Und wieso hat sie ihm meine Adresse gegeben? Oh, Scheiße, Hilfe!